Ja, moin moin, ich bin Lars vom Lederzentrum Colorlock und ja, wir sind ja immer in der Detailing-Szene unterwegs oder ganz viel und unsere Wurzeln sind ja aber eigentlich bei Oldtimern und bei Youngtimern, aber in erster Linie bei Oldtimern und vor 3 oder 4 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, haben wir jemanden kennengelernt, den wir heute hier besuchen. Und ja, freuen uns bei Alexandro und deiner Werkstatt zu sein, die auch heißt Deine Werkstatt Philipp Pich. So, ich habe es richtig ausgesprochen, genau. Und ja, genau, also Bremen, auf der Oldtimer Show in Bremen, Bremen Klassik heißt die, glaube ich, ne, Bodo. Und da hatten wir, waren wir Standnachbarn. Direkt sympathisch, weil du hattest eine sehr gute Kaffeemaschine auch dabei. Genau. Und wir keine. Und wie ihr wisst, ist Kaffee teuer auf Messen. Und ja, und zu dem Zeitpunkt habt ihr ja noch wo ganz anders gewohnt, wart noch gar nicht auf Fehmarn. Wir sind jetzt hier Schleswig-Holstein in Fehmarn auf der schönen Insel. Und ja, du bist hierher gezogen, hast eine schöne kleine Werkstatt hier aufgemacht und kümmerst dich in erster Linie um Oldtimer und um Youngtimer auch. Ne? Und ja, erzähl mal, wie hast du hier angefangen oder was machst du? Was kann man, wenn man hier vorbeikommt, erwarten oder ja, wie sieht's aus? Nur alte Autos, Youngtimer, Oldtimer. Ich mache das, was mir Spaß macht. Und das mit Zeit, ganz alleine. Ich nehme mir Zeit für die Autos. Ich bespreche alles mit dem Kunden sehr genau. Und ja, habe Spaß an meiner Arbeit, fühle mich hier sehr wohl und es funktioniert sehr gut. Es wird immer mehr und das ist das, was ich ja, gerne mache. Ja, das ist ja genau das, was ja uns auch immer wieder fasziniert und was ja auch, was wir schon auf der Messe gemerkt haben, so unsere Leidenschaft, die wir für Leder und Leder reparieren haben und auch für alte Fahrzeuge. Das teilst du eben auch, dann zwar weniger fürs Interieur. Wir schnacken zwar ab und zu mal auch über Lederpflege und Reparatur. Wollen auch mal gucken, ob wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen können in der Zukunft. Ich versuche natürlich auch immer Leute, die mit Leidenschaft dabei sind, für uns zu gewinnen, weil das ist das, was man eigentlich auch dafür braucht. Aber hier ist es ja so, dass du dann dich ja, auch um die gröberen Sachen, ne? Also um die Motoren kümmerst du dich und... Ja, ich mache Wartungsarbeiten, Reparaturarbeiten, mache auch Innenpflege, will die auch in Zukunft anbieten, auch die Lederpflege und ja, deshalb möchte ich auch gerne mit euch näheren Kontakt haben, einen Kurs mitmachen bei euch, dass die Produkte besser kennenlernen. Und das meinen Kunden halt auch weitergeben und anbieten. Ja. Das ist eigentlich so mit ein Ziel. Und weil das ganze Team so sympathisch ist bei euch, werde ich das gerne machen und auch gerne weiterverkaufen, weil ich auch überzeugt bin von euren Sachen. Ja, danke schön. Ja. Und ja, selber haben wir hier noch an der Seite ein 500er E stehen, also ein ganz besonderes Auto, auch mit einer sehr guten Innenausstattung. Ich hatte auch schon gesagt, du hattest ein bisschen geschmunzelt, aber als ich erst mal die Tür aufgemacht habe, sage ich, das riecht angenehm. Nicht jeder Oldie hat einen Wohlfühlgeruch, aber das Auto auf jeden Fall. Was mir persönlich immer irgendwie auch wichtig ist. Ja. So, deshalb, ne? Aber erzähl mal zu dem Fahrzeug, weil das ist ja kein Mercedes von der Stange, ne? Sondern wie kommst du zu dem Fahrzeug? Und ja, da hatte ich Glück. Ich habe vorher einen 420er gehabt, der hat mich sehr begeistert und dann habe ich gesagt, irgendwann möchte ich gerne einen 500er haben und habe den für gutes Geld bekommen und das ist jetzt so das Auto, ich habe mich von vielen gelöst, von vielen anderen Autos, aber das ist so mein Lieblingsauto und das behalte ich und ja. Ich habe halt Freude dran, das ab und zu mal zu bewegen und Spaß zu haben. Genau. Obwohl, was dein Name ja schon ein bisschen verrät, du eher ja, Südländer ja, bist, also bist halb Italiener, halb Spanier, glaube ich, ja, genau. Wenn das richtig ist. Und ja. Was natürlich auch eine impulsive Mischung sein kann wahrscheinlich. Ja, obwohl du sehr... Sein, du, aber ich bin eigentlich... Nee, bist du gar nicht, genau. Nur der Ruhige, was sehr, sehr sympathisch ja, ist. Ja, genau. Aber eigentlich schlägt dein Herz ja für italienische Fahrzeuge. Genau, ne? Genau, für hochtourige Motoren, für die Motoren, die ein bisschen Krach machen. Und
auch Spaß machen. Das ist bei dem Mercedes anders. Da habe ich es anders kennengelernt und oft zu schätzen gewusst. Weiß es zu schätzen. Und da ich jetzt auch ein bisschen älter bin, brauche ich nicht mehr so viel Krach. Ein bisschen mehr Ruhe. Man hört es eh nicht, ne? Aber trotzdem sehr sportlich. Ja. Ja, das ist gar keine Frage. Ja, also da hat Bodo noch ein paar Bilder eingefangen, die zeigt er jetzt hier so zwischendurch, wo wir reden. Dann könnt ihr da noch mal ein bisschen sehen. Das ist auch eine sehr abgefahrene Farbe, finde ich. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Bornik Metallic. Bornik Metallic, okay, ja. Auf jeden Fall eine dezente, aber auffallende Farbe, finde ich. Also ja. Sie ist ja gar nicht so, so super schreiend ist sie ja gar nicht, aber wenn man genauer hinguckt, sagt man, ach guck mal. Ist doch lila. Kann man auch machen. kann man auch machen und ist lila. Ja, naja, für so ein großes Auto ist schon ganz spannend, ja. So, dann, ich weiß, als wir uns damals kennengelernt haben, war so das Konzept, was du auf der Messe vorgestellt hattest an für sich, dass man mit seinem Auto, was man ja liebt und wo man ja oft, das ist das, was ja auch Leute an unseren Produkten fasziniert, das ist endlich mal etwas, wo sie selber was machen können. Ne? So an so eine Sitzwange oder an so ein Lenkrad traut sich ein Kunde auch mal selber ran und wir haben ja die ganzen endkundentauglichen Produkte auch und so weiter. Aber du gehst da ja einen Schritt weiter, also du hattest damals das überwiegend angeboten, dass man ja mit seinem Fahrzeug zu dir kommen kann und du dann im Prinzip hinter einem stehst und man das selber machen kann. Das ist auch nach wie vor was du hier ja in Fehmarn machst, aber du sagst, wird gar nicht so viel in Anspruch genommen. Aber es ist schon was du gerne machst. Ne? Also ja. Du bist zwar auch mal gern für dich alleine, ja. Aber eigentlich ist es auch schön, wenn mal einer mit seinem Auto kommt und, ja. Und ihr gemeinsam was macht. Also ja. Es ist nach wie vor etwas, weil das ist ja was Spezielles. Ne? Also ich sag mal, wenn man jetzt einer ist, der 12 Autos hat oder wie auch immer, dann verliert man vielleicht diesen Bezug zu dem einen Auto. Aber wenn man jemand ist, der sich ein Fahrzeug geholt hat, was er schon immer mal haben wollte, ne? So was bei mir ein Volvo Amazon zum Beispiel wäre. Ja. Und da ist ja auch viel Platz im Motorraum, wenn man da mal selber schrauben kann und jemanden an der Seite hat, der weiß, wie es geht, ist das ja eine gute Geschichte. Das machst du nach wie vor. Das biete ich an. Es wird zum Teil auch angenommen. Es ist aber dann doch die Hürde irgendwie, muss da eine Hürde sein von den Kunden. Aber die das annehmen und machen, weil ich freue mich darüber, wenn man was mag und selber was dran macht, auch wenn es nur ein Ölwechsel ist, ja. Gibt es ein gutes Gefühl. Ne? Das Gefühl habe ich ja auch, wenn ich Autos repariere und danach funktioniert es, mache eine Inspektion, der läuft wieder schön. Und dieses Gefühl gebe ich halt weiter oder vermittle ich weiter, indem ich halt dabei bin und das den Kunden zeige. Und die wenigen, die das in Anspruch nehmen, sind aber auch sehr glücklich dann. Und ja, das glaube ich. Und verstehen auch das, was ich dann weitergebe. Und die sind da echt happy. Ja, das glaube ich. Das ist also, wenn Corona vorbei ist, macht einen Termin, fahrt mit dem Auto hierher, macht ein paar Tage Urlaub. Und verbringt auch ein paar Tage, je nach Reparaturaufwand, ja. Vielleicht gemeinschaftlich mit dir in den schönen Räumen hier. Ist genug Platz, um alles Mögliche zu machen. Du hast alles da, was man braucht zu machen. Und hier drumherum bist du auch gut vernetzt, dass man, was braucht man so, Bremsprüfstand und ja. Solche Dinge. Das ist alles hier. Ist alles vor Ort. Alles vor Ort, alles griffbereit. Und das eigentlich finde ich das ein sensationelles Angebot auch. Weil es gibt ja natürlich Werkstätten, die Werkstatt vermieten, also wo du hinfahren kannst und mietest das Werkzeug und kriegst so ein bisschen Hilfe. Ja. Aber bei dir ist es ja wirklich so, dass man ja eigentlich ausgebildet wird. So, ja. Ne? Ich also, nehme mir Zeit. Du nimmst dir Zeit, Kunden, genau. Und ich bin bei ihm und wichtig ist, dass man sich sympathisch ist. Ja, ganz klar. Wichtig. Und dann hat man echt einen schönen Tag, ne? Ja. Oder zwei. Ja. Und das, das finde ich persönlich sensationell und das ist auch was ich nochmal hoffe, dass wir das irgendwie auf die Beine. Ich meine, das ist ein bisschen wie bei uns eine Schulung machen, wenn man bei uns in die Werkstatt kommt, mit Burim dann zusammenarbeitet, man Projekte mitbringt und da so ein bisschen durcharbeitet. Aber das so als Konzept finde ich das super spannend und hoffe, dass vielleicht über diesen Weg nochmal der ein oder andere auf die Idee kommt und dich dann hier besuchen kommt. Und ja, auf Fehmarn kann man ja wie gesagt auch locker die Frau oder den Mann, je nachdem. Ne? Du würdest das ja auch
würdest ja auch eine Frau unterstützen. Ja, ne? Das spielt ja keine Rolle. Kann man die ja in irgendeiner Ferienwohnung parken, ja, und dann hier seiner Leidenschaft nachgehen, auch wenn man vielleicht kein Schrauber ist, aber es gerne wäre. Ne? Ja, vielen, vielen Dank. Wir trinken noch ein, zwei Kaffee. Die sind sehr gut hier. Und ja, danke, dass wir heute mal vorbeikommen konnten. War ja ein bisschen spontan auch. Und ja, aber war mir am Herzen eigentlich mal, das dich mal vorzustellen. Und weil das wirklich eine ganz spezielle Geschichte hier ist, ganz hoch im Norden. Und ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke für den Film.